Gott, geht aber gerne. Schön, willkommen zurück zu einer Folge Trackmania der Turbo. Mit dabei sind Peter und Sebastian wieder zur Lava-Session des Todes. Genau, unser letztes Thema waren es Allergien. Und beziehungsweise alternative Heilmethoden. Alternative Heilmethoden, ja. Ja, das stimmt. Wobei, dazu kann ich tatsächlich noch was sagen. Generell zu Allergien. Voll viele Leute glauben zum Beispiel gegen Penicillin allergisch zu sein. Gegen was allergisch zu sein? Penicillin. Gegen Penicillin, ja. Genau, und das ist nicht der Fall. Also, es glauben halt, also von den geglaubten Leuten sind es halt über 17% oder so und realistisch gesehen, also rein messbar, sind es unter 2. Und das gleiche Prinzip war bei mir auch. Ich dachte auch immer, ich wäre gegen Penicillin allergisch, weil ich, als ich klein war, davon immer Blut im Urin hatte, wenn ich Penicillin bekommen habe. Das ist ja schon ernst, sag ich jetzt mal. Ja, genau, denk mal, schon ist ernst. Und dann sagt der Arzt auch Penicillin und, sagt, na, und dann irgendwann mal, haben wir den Arzt gewechselt und dann hieß es halt so, ja, man soll sich doch nicht so anstellen, sagen wir mal ganz ehrlich, ja, deine Körperchemie wird sich noch verändern und das wird nicht so bleiben. Zum Beispiel als kleines Kind wurde ich immer um meinen Schniedelwutz damals wund, wenn ich Orangensaft getrunken habe oder Orangen gegessen habe. What the fuck? Ja, wirklich, also meine, okay. So, bis auf die Oberschenkel habe ich dann so, weil, kennt ihr das, wenn man sich ein Wolf läuft? Ja. Ja, so die Haut. Ich kann mir vorstellen, was du meinst. Musst du dir vorstellen. Nur die halt dann über dem ganzen Genitalbereich inklusive Oberschenkel. Und ja, heutzutage trinke ich einen O-Saft jeden Morgen. Ich glaube, daher kommt es dann auch bei mir, dass quasi mit dem Blutwechsel und mit dem Wachstum an sich, dass es halt bei mir dann so rausgewachsen ist. Ich bekomme es, glaube ich. Also es ist noch irgendwo da in meinem Körper, weil wenn es kalt ist oder sowas, habe ich das immer noch. Wenn ich von kalt, warm habe, dann kriege ich noch so Symptome davon. Aber so die Allergie an sich habe ich halt nie wieder bekommen. Und keine Ahnung, das kommt. Das kann halt auch einfach weggehen, so wie bei dir dann, ne? Das ist halt schon nice. Da habe ich echt vor allen Dingen, wenn man jung ist, ne? Ja, gerade wenn man jung ist, kann sich sowas halt noch groß ändern. So, dann denke ich mir halt, vielleicht muss man da, also ja, das ist nervig, aber vielleicht muss man nicht immer direkt überreagieren, sondern einfach mal dem Körper Zeit geben. Aber ist das, also wo du das gerade meintest mit von wegen, viele Leute glauben, sie hätten's, in Wahrheit ist es aber nicht so, ist auch, glaube ich, ein relativ verbreitetes Problem, oder so, nicht nur mit der Allergie jetzt speziell gegen Penicillin. Mit allem Möglichen. Diabetes und hast du nicht gesehen, alles... Ich habe Depressionen, ja, alle haben Depressionen, weiß ich nicht. Alle haben Burnout, weißt du, Burnout existiert. Also ich sage ja nicht, dass es nicht Leute gibt, die das haben, aber ich glaube nicht, dass das so viele haben, die das sagen. Ja, auf jeden Fall gibt es ganz viele Leute, die das haben, aber es gibt auch einige, die sagen, oder die das will so placebo-mäßig auch nur haben. Weil das kannst du dir auch einbilden teilweise. Ja, und das ist dann... Das ist das große Stigma und das große Problem von Leuten, die tatsächlich unter diesen Krankheiten leiden. Dass du sie erstens nicht sehen kannst und zweitens es mit Sicherheit Leute gibt, die das ausnutzen, dass du es nicht sehen kannst. Erinnert mich halt so ein bisschen an Scrubs, wo ich gestern noch gesehen habe, wo Elliot dann so Talk schreibt, Buhu, du hast Diabetes, hol dir eine Krankheit, die man sehen kann. Ja, genau. Das war echt ein bisschen hart von dir. Ja, aber ist halt echt so. Das ist halt so ein bisschen die Problematik generell bei solchen Geschichten, weil du halt von außen immer denkst, jetzt stell dich mal nicht so an, du hast doch gar nichts. Weil man sich da halt auch nicht so hineinversetzen kann. Diabetes ist sogar noch krasser, weil da hast du zumindest, also das würde ich sogar nicht mal in das Gleiche setzen, weil, okay, dein Zuckerlevel geht in bestimmtes Level halt und dann bist du tot. Mhm. So. Oder hast du, dir fällt ein Fuß ab oder wie auch immer. Also du hast halt eine direkte körperliche Reaktion da drauf. Die körperliche Reaktion bei psychischen Problemen ist halt häufig dann von schlechte Laune über Heulkrämpfe, keine Ahnung, dann bist halt irgendwann Endstufe Suizid. Wo du halt alles dazwischendurch, also auch sowas wie Kopfschmerzen oder sowas, das kannst du nur sagen, das hast du, aber ein abgefallenes Bein sieht man halt besser. Das ist korrekt. Ja. Das Problem ist auch bei solchen Sachen, die sind halt auch teilweise schwer zu messen. Oder wie bei Bram, da siehst du halt, dass das alles komisch aussieht da und juckt und bunt ist. Ja, genau. So, wenn du bunt bist und gehst dann zu Mami, sagst du, das ist bunt, dann sieht man das wenigstens. Das ist halt wirklich so. Ja, ist doch so. Aber sag mal... Mami, ich hab Diabetes. Ja, aber sag mal, mir geht's halt nicht so gut. Was sagt der Vater dann immer? Ja, komm, morgen sieht die Welt schon wieder besser aus. Ja, das Problem ist, wenn die Welt halt nie besser aussieht. Das ist dann richtig frustrierend, ist ja auch das Migräne-Ding, wo Leute dann sagen, hey, ich hab Migräne. Aber Migräne ist halt auch schon echt krass, ne? Es gibt halt super viele unterschiedliche Arten von Migräne.
Ja. Ja, das einzige Problem, was ich da halt sehe, also was heißt das Problem nicht, aber weil ich da halt Peter! Immer wieder. Welchen Platz hatte Peter? Ich war Vierter. Ich war Dritter. Er hatte wieder eine Mühe. Das ist gelogen, oder? Ja, das ist gelogen, Scheiße. Ich war Fünfter, du Hurenkind. Peter war Vierter, ich war Fünfter. Moment, ich, hey, ich war Fünfter, Bram war Vierter. Dann bist du nicht Dritter, du Ficker. wo ich mir dann immer denke, gerade aber auch so Leute, die solche Krankheiten dann gerne mal vorschieben, sorgen halt auch dafür, dass solche Sachen halt belächelt werden. Weißt du, dieses typische, ich sag mal, Klischee-Ding so, von mir aus so, sie täuscht vor, heute Abend läuft nichts, hat Migräne. Weißt du? Ich meine, man ist mittlerweile so schlimm in den Sprüchen geworden und die Krankheit wird so wenig ernst genommen, dadurch, dass halt viele das wahrscheinlich auch einfach abused haben, dass halt, ja, man halt sagt so, ja, die hat keinen Bock quasi mit mir zu pennen, die hat halt wahrscheinlich Migräne. Ja, das ist halt, das ist ja schon ein Joke geworden. So. Genau, aber Fakt ist ja auch, wenn jemand richtig Migräne hat, dann ist der Typ ja richtig am, oder die Frau richtig am Sack. Also das ist ja nicht so, ja, ich hab mal leichte Kopfschmerzen, halt mir tut ein bisschen der Nacken weh, ich hab Migräne, ja, sondern du kannst dich ja wirklich dann nicht bewegen. Du liegst im Dunkeln, dir tut der Kopf weh. Das Licht ist ganz schlimm. Dann genau, Geräusche und so. Alles, weißt du, das ist ja was ganz anderes als, oh Schatz, ich hab keinen Bock. Und wenn Leute dann halt Migräne vorschieben. Aber ich guck jetzt Dschungelcamp. Genau, oder so Geschichten. Ja, ist wirklich so. Und wenn man sowas vorschiebt, das macht es halt auch einfach schwer für die Leute, die halt wirklich die Krankheit haben, weil, wie gesagt, man kann es halt nicht sehen. Ich kann mich natürlich auch rein hypothetisch in den Raum legen und sagen, bitte lass das Licht aus, mir geht's so schlecht, ja? Ja, genau. Und weil das sicher viele gemacht haben, sind das halt so Krankheiten, die einfach belächelt werden. Das finde ich. Ach, ist wieder Rundkurs. Super scheiße für Leute, die es halt wirklich haben, genauso wie Depressionen. Weißt du, jeder hat mal einen Tag, der schlecht ist, oder du keinen Bock auf alles hast. Passiert. Aber du bist ja nicht deswegen gleich depressiv. Manche Leute versuchen das auszunutzen, um halt Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, genau, aber du bist deswegen ja definitiv nicht direkt depressiv und dein Leben ist eben krass beeinträchtigt. Ja. So wie das halt bei einem echten depressiven Menschen ist. Sondern du hast halt. Das ist, glaube ich, das Relevante. So. Dein Leben ist halt krass beeinträchtigt, wirklich, durch diese Krankheit. So. Genau, und wenn ich halt mal keinen Bock auf alles habe oder ich heute zu faul bin, ja, dann bin ich nicht depressiv, sondern ich habe einfach mal keinen Bock oder bin im Zweifel eine faule Sau. Gibt's halt ja auch. Sogar mehr würde ich jetzt behaupten wollen, als tatsächlich. Ich glaube, es gibt mehr Leute, die faule Säue sind oder keinen Bock auf nichts haben, als Leute, die Depressionen haben. Ja, glaube ich auch. Boah, da könnte ich mich ja nicht. Also, es gibt ja unfassbar viele Wissenschaftler und so und Ärzte, die sich mit diesen Themen so weit auseinandersetzen und dann darüber prüfen, inwiefern die Gesellschaftsänderung dafür gesorgt hat, dass diese Sorte Krankheit in letzter Zeit so viel geworden ist und so. Das ist schon, da könnte ich mich ja nicht mit beschäftigen, ey. Das ist ja mega kacke. Ich könnte mich damit auch nicht beschäftigen. Das ist genauso. Und weil ich halt immer super schwer finde, zu sehen, ob einer das wirklich hat. Und mir würden halt alle Leute, die das nur vorspielen, so auf die Eier gehen, dass ich schon keinen Bock mehr für meinen Job hätte. Ja, wobei ich glaube, die Psychologen, also die Ärzte, die dann wirklich mit Patienten da arbeiten, in der Regel da schon, glaube ich, mittlerweile ein ganz gutes Gefühl für haben. Ja, sicher. Also die, mit denen die dann arbeiten, aber da kommen ja sicher wahrscheinlich trotzdem jeden Tag 100 neue, die sagen, ey, ich habe auch Depression, schreib ich mal krank, so nach dem Motto. Ja, das kann natürlich auch passieren. Weißt du, das wären halt schon wieder die 100, wo ich sagen würde, ganz ehrlich, leg mich am Arsch, ich mach was anderes. Wobei ich glaube, du musst da auch zu überwiesen werden von deinem Allgemeinmediziner. Ja. Erstmal. Na, okay, gut. Kannst, glaube ich, auch nicht überall einfach so hin. Ja, in der Regel, also je nachdem, wie du versichert bist, ne? Also nichtsdestotrotz hast du die ja trotzdem bei dir in der Praxis dann. Aber es gibt ja auch nicht nur schwarz und weiß, es gibt ja auch Stufen dazwischen, ne? Also es gibt halt nicht auch nur, ja, Depressionen, ja, stimmt, und es klar. Muss auf jeden Fall voll krass sein, ne? Also es gibt auch, das keine stimmt. Ahnung, dann hast du chronische Kopfschmerzen, das gibt's auch. Das ist nicht das so hart wie. Ja, aber dann hast du, keine Ahnung, wenn du ein Glas zu wenig am Tag getrunken hast, hast du halt schon Kopfschmerzen den ganzen Tag oder ja, wegen irgendwas. Und ja, das sind echt Sachen. Das ist nicht so schlimm wie halt andere Stufen. Es gibt halt 1000 unterschiedliche Stufen. Ja. So. Ja. Denke ich nämlich auch, und da musst du, das ist halt auch super schwer zu unterscheiden. Scheiße, ich hab's zurückgesetzt, ich voll lost, ey. Oh, das ist echt nicht so gut, Peter. Ich bin ja beispielsweise froh, dass ich bisher in meinem ganzen Leben noch nie sowas wie Migräne überhaupt hatte. Oder ich hoffe, ich werde es auch niemals haben. Oder halt auch psychische Probleme. Oh, weil, vielleicht das heißt, hast du die ja und weißt das gar nicht. Ja, ich hab psychologisch auffälliges, überschätztes Selbstwertgefühl. Ja, erstmal drüber lachen, wa? Nee, so krank bin ich nicht. Der Psychologe unter unseren Zuschauern denkt so, ja, das wusste ich schon. Ja, das würde nicht auffallen. Wir haben doch bestimmt irgendwelche Leute, die Psychologie studieren hier bei uns.
Das wäre aber voll geil, wenn einer so ein Sheet erstellt, so ein Profil von uns. Nee, so ich glaube, das dürfte der gar nicht, der kann direkt rausgeworfen werden. Warum kann er privat zu Hause machen? Ja, theoretisch ja. Wahrscheinlich schon mit den entsprechenden... Und an peatcast@peatsmeet.de schicken. Jetzt kommen diese ganzen geilen Einschätzungen von Leuten, die mal ein Buch über Psychologie gelesen haben. Aber ich fände das trotzdem witzig. Ich fände das trotzdem witzig. Ja, witzig wär's mal bestimmt. Das ist für mich so ein bisschen wie, da weiß ich wieder auf Scrubs gerne, dieses Full-Body-Scan-Ding, weißt du? Jo, stimmt. Ich glaub, dass in jedem menschlichen Körper irgendwas nicht ganz hundertprozentig immer läuft. Ja, hier ist man mal krank, da hat man ein Wehwehchen, hier hat man ein Hüsterchen und so. Und ich glaube, dass man bei 99% der Sachen darüber besser nicht Bescheid weiß, weil die einfach nicht so relevant sind. Ja, genau. Du machst dir dann im Zweifel halt Sorgen über was eigentlich halt noch voll in der Norm ist, in Anführungszeichen. Ja, das ist halt nicht in Ordnung und könnte halt theoretisch besser laufen, aber das, ja, ist jetzt nicht so schlimm, das passt schon. Ja, genau, diese, weißt du, und wenn du dann halt anfängst und guckst dann jede Kleinigkeit, nice. Wenn du dann irgendwo unter der Haut noch einen Pickel hast, weißt du, und dann, keine Ahnung, Peter, oh Gott, könnte auch Tumor sein, so nach dem Motto. Ja, genau, richtig, ja. Boah, scheiße, manchmal fühle ich mich morgens auch irgendwie demotiviert. Zack, direkt irgendwie. Ja, wirklich massivste so. Depressionen. Morgens nach dem Aufstehen ja, habe ich echt, das, also wenn ich wach werde. Das ist das, wenn du das bei Google eingibst. Ja. Wenn der Wecker klingelt morgens, ja, würde ich lieber noch schlafen. Oh, ja. Schlafapnose. Ja. Ja, ist echt so. Oder du warst irgendwie feiern und hast dann am nächsten Tag irgendwie Dünnschiss, weil du so viel gesoffen hast. Ja. Und dann, keine Ahnung, hast du direkt Darmpolypen. Ja. Ja, genau, das ist halt so die Sache, weißt du, deswegen googelt nie nach Krankheiten. Wenn ihr mal ein Symptom habt oder so, googelt da nie nach. Ich habe das mal gemacht eine Zeit lang oder einfach mal aus Spaß nach so bestimmten Sachen gegoogelt, landest immer bei Krebs, Aneurysma, weißt du, und ähnlichen Sachen, die dich binnen der nächsten 24 Stunden quasi umbringen. Ja, leider. Also man sollte, glaube ich, dann schon zum Arzt gehen. Also gerade sowas, was Krankheiten angeht, das, ja. Aber kennt ihr das auch, dass man das an sich, also ich bin so das Gegenteil vom Hypochonder so. Bei mir, also ich erkenne das selber häufig dann selbst nicht ein, oder ich stehe mir das selbst nicht ein, dass das vielleicht etwas wäre, womit man dann mal zum Arzt gehen sollte. Ja, das kann ich nachvollziehen. Man geht nicht so gerne und direkt zum Arzt, aber wenn ich was habe, ja, das hatte ich bei meinem Blinddarm. Alter, das war so krass bei meinem Blinddarm. Ich war in der Uni, also bei mir ging es relativ schnell. Ich bin morgens aufgestanden, hatte irgendwie so Unterleibsschmerzen, hab so gedacht, boah, ey, hast du wieder irgendwie schlecht gegessen oder so? Gestern, keine Ahnung. Geht schon weg, geht zur Uni, bin dann in der Uni und es wird halt immer schlimmer. Und, machen dann so Scherze von wegen, ja, irgendwie, weil das ist ja dann nicht der Bauch, sondern so ein bisschen da drunter, so wie bei Frauen, die Unterleibsschmerzen haben. Haben dann da irgendwie Witze drüber gemacht und hab mir dann irgendwie eine Ibu reingepfiffen und dann ging es ein bisschen besser. Und ja, logischerweise, weil die Ibu halt wirkt, wa? Ja, ja, am Nachmittag war dann aber eigentlich so schlimm, dass ich kaum noch aufrecht laufen konnte. Und dann habe ich so gedacht, boah, ey, nee, du gehst noch Uni, machst du noch durch und dann gehst du erstmal nach Hause und dann legst du dich mal hin und dann geht das schon weg. Dann bin ich nach Hause gefahren und zu Hause wurde das dann so schlimm, dass ich wirklich nicht mehr aufrecht stehen oder laufen konnte. Ich bin dann wie so ein Glöckner die ganze Zeit rumgelaufen, hab mir da unten reingedrückt dann halt. Und es war so schmerzhaft, dann habe ich irgendwann gedacht, okay, gehst jetzt mal irgendwie dann ins Krankenhaus, weil wird nicht besser. Ja, und dann ist aber die Frage, meine zum Beispiel, Mama meinte halt auch so. Hast du dann den Notdienst gerufen oder bist du selbst gefahren? Nee, das Beste war, ich bin dann noch mit der Bahn ins Krankenhaus ja, gefahren genau, und dann noch einen halben Kilometer gelaufen. Genau, das sind auch noch so Dinge. Das Problem ist halt auch, dass meine Einschätzung von Notfall, glaube ich, ja, in Relation zu anderen eine vollkommen andere ist. Weißt du, so, wenn ich überlege, mein Vater hatte letztes Jahr einen Herzinfarkt oder vorletztes, ne, was haben wir, 2017, vorletztes Jahr, 2015. So lange ist das schon wieder her. Ja, so lange ist das schon wieder her und der ist selbst ins Krankenhaus gefahren. Und der ist dann an die Rezeption und meinte so, Hallöchen, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Ja, und dann kam der halt weg und dann meinte so, oh ja, stimmt, sie hatten einen. So, und das ist halt genau so. Bei mir haben sie dann auch gesagt, so, okay, sie kommen jetzt direkt in die OP. Wenn das jetzt so ein bisschen länger geht, ihr Blinddarm ist ganz kurz davor zu platzen. Ja genau, da müssen wir überlegen, das ist ja eigentlich so der Fall, wofür man dann 112/110 anrufen kann, weißt du?
Ja, würde ich jetzt kann, auch mal behaupten. Ja, aber wollen, das Problem ist halt, ich wüsste halt auch so persönlich nie auf die Idee, so, würde ich nie auf die Idee kommen, so dann auch wirklich zu wählen. Ich würde dann wählen, wenn ich mich halt tatsächlich, weißt du, ein Unfall passiert beispielsweise. Ja, bei anderen, okay. Nee, auch bei mir selber. Ja, wenn, also, wenn ich quasi schon Angst hätte, dass jemand sterben kann. Okay, ja gut, ja. Okay, sowas mega krass offensichtliches. Verdammt, mir sind die Finger weg, jetzt müsste mal jemand vorbeikommen. Aber ja, bei so Sachen, wie mit Bauchschmerzen so, denke ich mir halt immer so, ja, okay, die sind jetzt vielleicht mal was stärker, aber vielleicht hast du ja doch nur einen Furz quersitzen, weißt du? Dafür kannst du jetzt nicht den schönen Rettungsassistenten anrufen, ja, und den, was weiß ich, dem du voll den Stress machen, weil in Wahrheit musstest du einmal nur richtig scheißen. Ja, ja, genau. Ja. Und ja, prompt am nächsten Tag bist du tot. Ja, wobei das glaube ich gar nicht mal so häufig passiert in Deutschland. Nicht, nein, das jetzt nicht, aber oder vielleicht doch irgendwas Ernstes oder so Geschichten. Ja, ja, ich verstehe schon absolut, was ihr meint, aber ich wollte Sepp noch was fragen, weil ich das nicht verstehe. Ich verstehe bis heute nicht, was Unterleibsschmerzen bei Männern denn tatsächlich sind. Also ich kenne Bauchschmerzen oder Schwanzschmerzen, aber ansonsten weiß ich nicht, was das sonst sein soll. Ich habe jetzt nicht so oft Schwanzschmerzen. Hä? Bei Frauen? Nee, Schwanzschmerzen habe ich auch nicht. Unterleibsschmerzen bei Frauen. Also das Blinddarm ist halt wie Unterleibsschmerzen bei einer Frau. Also deshalb weiß ich auch, wie sich das da zumindest in der Region dann alles fühlt sich halt an wie Bauchschmerzen und weiter unten. Und richtig fies am Kniepen ist halt. Ja, du müsstest überlegen, wenn du mal Magen-Darm hast und so weiter, dann sitzt halt komplett ja wirklich so aus der Bauchregend und nicht so auf Höhe vom Blinddarm, sondern eher etwas höher. Ja, okay. Ja, mein Bauch deckt halt schon viel ab. Also ist dann so halt Richtung Blase. Okay. Unter der Falte, Peter. Achso, okay, ich verstehe. Da ja, wo genau. Man selbst nicht gucken kann, weißt du? Da tut Scheiße, weh. Ich kann keine Zeit mehr machen, oh nein. Das muss ich auch lachen. Bin ich vor Peter? Ja, du hast noch eine Zeit. Aber Peter ist Dritter, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ist nur wieder gut, Peter ist Dritter, wenden wir damit die Folge sofort in 6 Sekunden, ja. Ja, aber ich möchte, dass du noch zeigst, wie ich auf diesem geilen Treppchen stehe vielleicht. Ja, okay, dann zeigen wir mal. Ja. Wenn Peter du noch die Selbstbeweihräucherung brauchst. Oh, guck mal, ja. Bram ist gerade noch so auf der ersten Seite. Mensch, ey, das war aber knapp. Ja, ich habe halt mich über Sachen nachgedacht. Dann ich. Ich habe mich über Sachen nachgedacht. Ja. Dann nennen sie mich Jonathan ab, ich kann kein Deutsch. Ja. Ja. Ja, das ist Peter als Dritter. Vielen Dank für's Zuschauen. Alter Peter. Bis in ein paar Tage, haut rein. Ciao. Ciao.